So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. Im letzten Part haben wir die geheime Tür in Madaramis Palast geöffnet, beziehungsweise eigentlich in seinem Haus, und dadurch wurde auch die in seinem Palast geöffnet. Und das hat geklappt, obwohl Ahn überhaupt nicht schauspielern kann, aber hey, es hat halt irgendwie geklappt. Und jetzt haben wir Yusuke in unserem Team, und das finde ich gut, weil der ist cool und hat ein höheres Level als alle anderen hier. Stats. Er ist Level 15 und die anderen sind 12, 13, 14, 14, deswegen habe ich jetzt Ahn mal rausgeschmissen, weil die ist unnötig. Und ja, jetzt haben wir halt ihn dabei. Ist besser so vielleicht. Und naja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal schlafen und dann tun wir, was wir so tun. I don't want to go to work today. You're still working at that beef bowl place on Central Street? I thought you liked that place cause the pay was good. What happened? Sure, the pay's fine, but I'm the only one that night. The job magazine said it was a fun, friendly workplace. I wish another part-timer would join. Ja, wer denn wohl? Ja, ja, vielleicht sollte ich da mal irgendwie arbeiten, ne? Ja, ja, vielleicht überlege ich es mir mal. Ich denke drüber nach. Ich meine, mein alter Job war halt irgendwie auch blöd. Aber vielleicht wird der ja besser. Vielleicht probiere ich es ja mal aus. Ich weiß es nicht. Oh, our grades are out. How do you do? Damn, I'm dead. Wait, you failed? That's hilarious! The teacher's definitely gonna call you out. I almost feel bad for you. Alter, das war echt gemein. I wonder what score I got. Ja, ich auch. Es wird ziemlich scheiße wahrscheinlich. Jeez, you've got to keep a schedule for when you study. Hast du nicht geguckt? Warte mal, was? Hast du... Okay, ich bin verwirrt jetzt gerade. Ich glaube, unsere Noten waren scheiße, oder? Ich glaube, unsere Noten waren echt scheiße. Okay, meinetwegen. We need to start inviting Yusuke to the hideout meetings now. Our fight's not over until the exhibit ends. Keep your head in the game. Ja, ja, ich mache ja schon. Aber ich gehe jetzt nur aus diesem Raum hier raus und überlege, was wir so tun. Ich glaube, ich habe heute echt keine Lust, irgendwo hinzugehen. Aber was sagen denn meine Nachrichten? Was hast du denn so vor? Ach, du hast vor, irgendwas mit mir zu unternehmen, ne? Ja, ja, ich weiß, dass du da bist. Danke, ich stehe direkt neben dir, Mann. Jetzt mach das hier weg. Ich gehe zu dir. Hi. Hey. Yo, Toasty. What are you doing today? Let's hang out. You think? Huh? You sure we're going to be okay not handing in? Nein, wir haben noch 17 Tage Zeit, Mann. Und wir sind schon zur Hälfte fertig, glaube ich. We have plenty of time. I guess it ain't gonna hurt getting a change of pace. Hey. Yo, what do you think about training a bit? Ja, du willst immer nur trainieren, ich weiß. We're gonna get rusty if we don't keep ourselves active. Machen wir das doch. Ah, danke, Schleim. Aber es wird trotzdem noch nicht reichen. Na egal, machen wir es trotzdem. Wir gehen mit ihm los und erledigen irgendwas Krasses. Let's go somewhere fun. Sure thing. Where are we going? I think I'd probably pick somewhere with good food if it were up to me. Ja, du gehst immer zum selben Ort, das weiß ich doch. Und zwar da oben hin, nicht wahr? Oder nicht? Ach so, hä, warte mal, wie will ich denn aus? Ach so, will ich aus. Wie ist damit? Oh. Nein. Nee, das ist ja langweilig. Kann ich auch irgendwo anders hingehen? Kann ich nicht, ne? Nö, die sind alle so grau. Ist irgendwie jetzt blöd gelaufen. Och Mann, dann machen wir etwas anderes, dann gehen wir wieder trainieren. Ich meine, ich hatte doch gerade eine Auswahlmöglichkeit, oder? Wir planen die auf Time, ja, ja, das habe ich gerade ausgewählt. Und jetzt fragst du so, was wir tun sollen und dann. Hä, was? Nein, lieg weiter. Jetzt train. So, willst du trainieren gehen? Okay, go get changed. We're gonna do some jogging today. Meinetwegen, dann halt das. Weil wir haben noch nicht genug Orte zum Essen gehen anscheinend. Ryuji seems satisfied. I think he had a pretty fulfilling workout. Okay. Das heißt, es hat ja noch nicht gereicht, deswegen ist noch nicht allzu viel passiert. Meinetwegen, dann beim nächsten Mal halt. Den Tag mal wieder schön irgendwie mit irgendwas verbracht immerhin. Anstatt, naja, gar nichts. So. Ach so, ja, ich sollte immer noch zu dem geben. Aber dafür habe ich immer noch nicht genug Guts. Aber du willst auch noch was erledigen. Oh Mann, ich wollte aber noch Dietrich eigentlich machen. Das war der einzige Grund, warum ich heute nicht zum Palast gegangen bin. Egal, vielleicht. Ja, ich mach's da eben. Es wird noch nicht reichen, aber wir machen's trotzdem. Wir helfen dir natürlich. Put your stuff down and grab an apron. Don't forget to wash your hands. Mach ich nicht. Wir wollen ja hier Hygiene an oberster Stelle behalten, nicht wahr? Sujidos Guidance is extremely precise. Ja, okay, ich denke mal, da kommt nichts Spannendes, solange es noch nicht steigt. Das heißt, ist sowieso gerade egal, was da steht.
Ist ja auch irgendwie logisch, sonst müssten ja ziemlich viele Events irgendwie einbauen für jedes einzelne Mal, dass ich Zeit mit denen verbringe, aber die haben halt nur, denke ich mal, so 10 Events pro Person für jeden Rang oder wie auch immer viele Ränge es gibt. Ich glaube, es gibt 10, oder? Ich weiß es nicht. Naja, nächster Tag. Ah, we were able to grab a seat. Ja, ich will mein Buch weiterlesen. Endlich, das kann ich nämlich jetzt endlich zu Ende lesen. Vielleicht bringt mir das ja irgendwann mal irgendwas. The treasure room had already been emptied out. Ah, the legendary gentleman thief Arsene. Ja, ich glaube, das ist das letzte Mal, was du letztes Mal auch schon gesagt hast. So, aber jetzt sind wir fertig. Nicht wahr? Fühlst du dich jetzt intelligent oder so? Arsene always thwarted his pursuers, leading them round by the nose. He's so cool. It seems like this novel taught you about the kind of wits and tricks you'll need as a phantom thief. Yeah! Und was hat mir das jetzt gebracht? Ah, knowledge. Oh mein Gott, ja, Knowledge 2, endlich! Ich bin intelligenter und der Stern ist jetzt übelst hässlich. Aber mir egal. We're almost at the station, ja, sind wir. Na dann, lass uns aussteigen. Ich fühle mich intelligent, endlich mal. Jetzt können wir die nächsten Klausuren bitte nicht ganz so krass verkacken. Today we're going over. It's possible to apply math even to an abstract concept like beauty. The golden ratio used in the Mona Lisa and the Parthenon is a famous example. But a different ratio has been used in Japanese art and architecture since ancient times. Do you know what it is? Nein, natürlich nicht. Fuck. Ja, natürlich bin ich dran. Give me an answer. Oh, fuck. What is the name of this ratio that Japanese architects and artists have liked using? Ja gut, es wird wohl irgendwas davon sein. Echt? Ich meine, Bronze klingt irgendwie scheiße, weil das klingt halt nicht so gut. Und Silber klingt auch schlechter als Gold, aber Platinum klingt eigentlich am besten. Ob das jetzt wirklich so ist, ist halt die andere Frage. Aber es hängt halt auch irgendwie anscheinend mit den Zahlen da oben zusammen, oder? Die wir aber jetzt nicht kennen. Das würde ich jetzt noch behaupten, dass ich einfach verkacken werde, egal was ich anklicke. Hilfe! Ich könnte wieder googeln, aber das wäre viel zu langweilig. Ich weiß, wir klicken jetzt einfach das an, weil ich das für die logischste Auswahlmöglichkeit halte. Bitte, bitte? No. Oh, no, that's not it, man. Du bist voll dumm. Das ist natürlich die Silber-Ratio, weil wir können uns kein Gold leisten. Wir sind Japaner. Ja, okay. Das war halt mein nächster Gedanke. Es ist halt schmaler. Die Zahl da oben muss niedriger sein. Deswegen, ja. One theory says it's because Asians have rounder faces than Westerners, so they prefer a smaller shape. Ja. Am Arsch. This ratio was used in things like ukiyo-e paintings and the pagodas at Horyuji Temple. Ja, ist mir jetzt egal. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges weggedruckt, was ich bei den Klausuren brauchen werde. Wahrscheinlich aber schon. Ich hasse euch alle. Oh yeah, I hear that mascots that are seen as cute have faces that are close to this ratio. In other words, if you use this ratio, you can make cute things. Gut zu wissen. It is true that mascots tend to have roundish faces. Huh? Why are you looking at me like that? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es ganz sicher nicht. Vielleicht weil du ein bisschen niedlich bist. So ganz tief im Inneren. Oder in deinem Gesicht. Ich weiß es noch nicht. Aber die Schule ist jetzt vorbei. Wir haben immer noch keine Dietrich hier gemacht. Aber ich würde sagen. Was? Hey, shouldn't you tell the others about what Mashima told you? Was hat mir Mashima denn erzählt? Interessiert mich doch nicht. Ich will zum Palast gehen eigentlich. Ja, Palace. Wir gehen jetzt einfach hin. Würde ich sagen. Ich hoffe, ich brauche keine Dietrich heute. Und wenn doch, dann mache ich das mit den Dietrichen einfach vorher, wenn wir gerade fertig sind und so. Das kann ich ganz am Ende auch noch machen. Yuzuki, we still need to explain the basics to you, don't we? Oh yeah, you mean about the metaverse and the nerf, yeah? I guess that stuff is pretty important. Well. Please elaborate. Okay. Okay, let's start from the beginning. Ja, wir wissen alles. Ich weiß alles davon. Danke. Erklär's mir nicht nochmal. Zum 10. Mal. Ich weiß alles. Danke, 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 danke. Was? Scheiße, die wussten das nicht. Warum wussten wir das nicht? Okay, vielleicht gab es irgendwelche neuen Sachen, aber. Location? Ja, ja, genau. Das habe ich auch schon verstanden. Danke, ich bin klug. Danke. Hattest du sie auch? Mhm. Ah. Tut mir leid, dass ich das wegdrücke, aber es ist halt uninteressant gerade. Yes, I've never seen him show such anger before. He's most likely quite serious about that. What should we do? There's no way we'll be able to win if that happens. He likely won't act on that threat until the final day of the exhibit, June 5th. Ja, ja, wir haben noch 15 Tage Zeit. Simply put, I doubt he would be so foolish as to taint his name with a trial during his exhibition.
Alright, so we just gotta steal Madaramis' heart by then. Ja, werden wir tun. Wir kriegen das alles hin. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt hier rein und scheiß auf alles andere. Ich hoffe, das ist keine Fehlentscheidung, aber meistens sind irgendwelche Sachen, die ich tue, Fehlentscheidungen. Deswegen wäre es auch nicht so schlimm, wenn es doch eine Fehlentscheidung wäre, nicht wahr? Ich hoffe mal nicht. Ja, wir sind wieder da, ich weiß. Ach so. Hell yeah, that really leaves an impression. Are you talking about me? What do you want your name over here to be? I'd say Da Vinci. Nope. Well, you've got that mask like An said, and there's that weird tail. All right, you're Aburage. Very well. He's agreed to it? It's decided then. Aburage. Nuh-uh, not happening. Do you have any ideas, Joker? Ich darf doch eh nicht auswählen im Endeffekt. Ja, irgendwas mit Fuchs, meinetwegen. Ich würde jetzt an Okami denken, weil irgendwie erinnert mich das an Okami. Weil es ist weiß. Das ist jetzt voll die gute Antwort gewesen, ich weiß, danke. Fox, hier, nimm einfach, danke. Oh, just keep it literal, huh? Sounds good to me. What do you think, Fox? It's acceptable. It's set then, let's go! Jetzt ernsthaft, ich durfte das echt auswählen? Ich glaube aber nicht, dass er Clown angenommen hätte, oder? Ich glaube nicht, aus irgendeinem Grund. Aber ja, dann ist er halt jetzt unser kleiner Fuchs. By the way, we should have Joker decide who our starting lineup is from here on out. Ja, das habe ich schon getan. Ja, ich habe schon ausgewählt, wer dabei ist. Und zwar ist Fox dabei und An ist nicht mehr dabei, weil An ist doof und stinkt. Also sie ist nicht doof eigentlich, aber sie ist Level 12 und deswegen habe ich jetzt geändert. Ja, ich weiß, danke. So, es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so viel Text wegdrücke, aber Texte sind halt teilweise echt unnötig. Manchmal auch nicht. Und deswegen weiß ich nie, was ich wegdrücken sollte, aber manche Texte sollte man halt echt wegdrücken, wenn man nicht komplett geistig tot ist im Kopf. Tun. Ich denke mal, das Spiel erklärt viele Sachen öfters, weil das Spiel so lang ist und man es dann halt schon wieder irgendwann vergessen hat. Aber ich spiele das Spiel so oft. Okay, eigentlich spiele ich es gar nicht so oft. Eigentlich spiele ich das Spiel echt langsam. Aber ich vergesse es trotzdem nicht, weil ich bin klug. Ich weiß auch nicht. So. Ich brauche halt nicht 10-mal zu wissen, wie ein Palast funktioniert, okay? Nur weil wir neue Charaktere dazu bekommen. Sweet, the security is still down. Thanks to all my hard work. What do you mean by that? Don't worry about it. Come on, let's keep going. Machen wir. Aber es ist auch echt sehr schön, dass die Tür noch offen ist. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn nicht. Und wir haben hier hinterher auch schon einen kleinen Miniboss besiegt. Der sollte uns auch nicht mehr in den Weg kommen. Also. Ja, aber dafür der hier. Der liebe Geselle. Wer bist du denn? Ich würde dich einfach mal. Okay. Okay. Was seid ihr denn für welche? Ihr seht irgendwie glücklich aus. Weil ihr habt runde Gesichter, deswegen. Ha! Ich hab schon was gelernt, nicht wahr? Ihr seid ein Schneemann. Okay. Ich denke mal, ihr seid nicht gegen nichts anfällig. Wow, was für eine Aussage. Vielleicht seid ihr hier gegen anfällig. Ich sollte mal meine Personas langsam wieder kombinieren. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht getan habe. Vielleicht tue ich das mal, nachdem ich heute hier war. Ja, ich glaube, das mache ich irgendwann mal heute. So, ich mache mal weiter damit. Hier, sterbt beide. Liegt auf dem Boden rum. Warum seid ihr nicht... Ich möchte gerne ein Hold-Up machen. Warum kann ich ein Hold-Up machen, hä? Okay, kein Hold-Up heute. Wäre ja auch zu einfach, nicht wahr? Was tust du da? Ah, ich bin gegen... Ah, ja, ich bin gegen anfällig. Ja, fick dich doch! Nein, töte mich nicht! Bitte nicht! Hör auf! Was soll der Scheiß? Was soll das? Das war aber unfair! Das war sowas von unfair! Ich hatte schon längst gewonnen eigentlich! Die langen Beine auf dem Boden rum! Mann! Okay, ich bin wieder hier. Und jetzt machen wir das einmal genauso eigentlich. Eigentlich ist die Taktik doch voll gut. Eigentlich müsste es voll gut funktionieren. Ich weiß nicht, warum es das nicht tut. So, hier. Feuer! Vielleicht war das einfach nur random oder so, ich weiß es nicht. Weil manchmal wollen die halt nicht so sterben und traurig sein, weiß nicht was. So, hold up, komm schon. Warum nicht? Warum kein hold up? Ich mach jetzt einfach weiter damit. Stirb! Und du auch. Was tust du? Kriegst du mich? Ja, das ist okay. Solange du mich nicht mit Eis bewirfst, ist alles gut. So. Warte, ich bin alleine! Hä? Hä? Ich dachte... Oh, oh. Ich dachte, ich hätte schon längst was ausgebildet und so, aber nö. Du bekommst auch mehr Feuerskills. Das ist natürlich gut. Okay, ja, vielleicht sollte ich die mal wieder mitnehmen. Weil ich glaube, An ist gar nicht so doof in diesem Dungeon, einfach weil sie Feuer hat. Mhm. Ich glaube, ich wechsle mal ganz kurz durch.
Ich habe eh anscheinend niemanden ausgewählt aus irgendeinem Grund. So, wie geht das hier? Stats, oder? Ja. So. Ich nehme Ryuji mit. Und, obwohl, was kann Ryuji nochmal? Du kannst, ja, du kannst ganz viel Blitzzeug, aber ich glaube, ich brauche Blitz gar nicht so dringend gerade. Werf dich mal raus und Morgana brauche ich wegen der Heilung. Und so mache ich das einfach mal, okay? Ich hoffe, das ist ganz gut so. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Weil ich habe die eigentlich schon ausgewählt, als ich noch, naja, bei mir zu Hause halt war. Aber die wurde anscheinend wieder rausgeworfen, einfach so. Weil das Spiel Spaß daran hat, ich weiß es nicht. Ja. Oh mein Gott, meine Lieblingsfreunde hier. Wogegen waren die nochmal anfällig, glaube ich, gegen Schusswaffen, ne? Hoffen, aber jetzt. Oh, nochmal, und nochmal. Fallt alle um. Kommt schon. Hold up. Wir unterhalten uns mal hier. Haben wir ganz dringend nötig, nicht wahr? So, Humans Like. Ja, genau, das hatten wir schon mal. I'm not your dad, habe ich letztes Mal ausgewählt, oder? I'll make you sleep eternal. Yeah, yeah. So, do you want to guess which book I want you to read me? Oh, in the mail, I got a letter which with my name on it. But it was from someone I don't know. What was that anyway? Woher soll ich das wissen? Wie wär's denn hiermit? Nein! So wait, people write something like that when they're really mad at you? I've been good though. What? I'll give you this, mister. Ha, fickt euch doch alle! Ich glaube, ihr hasst mich einfach. So aus Prinzip. Oh, ich war so knapp davor. Ich habe schon eine Sache richtig beantwortet, okay? Ich muss das nur auswendig lernen und irgendwann... Irgendwann kann ich mir diese lustige Hühnchen mitnehmen. Wie gesagt, wir schaffen das noch, okay? Und an diesem Tag wird eine große Party stattfinden. Und ich werde glücklich sein, bis an mein Lebensende, okay? Oh Gott. Pissen die mich an die Gegner, ohne Witz. Okay, weiter geht's. Ja. Ah, mehr Karten, nicht wahr? Gut, dann haben wir jetzt die ganze Karte, denke ich mal. Ja. Yep. Ich weiß, danke. Oh, and here's the rest of the map. Ach, echt? Hätte ich ja gar nicht erwartet. The most suspicious spot seems like this main hall here. Ja, ach echt. Da ist ja auch eine Truhe verzeichnet. We will need to pass through the long lounge and the gallery in order to reach it. Ich kann nicht lesen, aber das ist normal. The deeper we go, the tighter security is going to be. We need to advance carefully, okay? Machen wir. So, wie weit ist es noch? Es ist noch hier dieser ganze Abschnitt. Und, okay, da kann man ein bisschen oben lang klettern anscheinend. Okay, interessant. Und da kann man noch mehr irgendwie irgendwas machen. Okay, es ist wirklich circa, glaube ich, die Hälfte noch, ne? Es geht. Es ist machbar. Kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. Ich denke mal, 2-3 Folgen werden wir hier noch sein, maximal. So. Gut, dann gehen wir mal hier lang, würde ich sagen. Ist hier hinten irgendwas in der Ecke oder ist es nur so? Natürlich ist hier eine Truhe, aber die ist verschlossen. Merke ich mir aber. Ja, ja, ich weiß. Dafür brauche ich noch einen Dietrich. Du bist nicht verschlossen, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Warte mal, kann ich irgendwo lang? Hier kann ich lang. Aber nicht von dieser Seite aus. Oder? Nee, sah nicht so aus. Da war ein Gitter davor. Focus. Ich nehme mal ein bisschen das dritte Auge gerade zur Hilfe, um nichts zu übersehen. Das habe ich schon länger nicht mehr benutzt, tatsächlich in diesem Dungeon. Das vergesse ich in letzter Zeit immer. Im ersten Dungeon habe ich es noch ununterbrochen genutzt und jetzt so gut wie gar nicht mehr. So. Aha, wenn das mal keine Falle ist, wenn ich da jetzt lang gehe. Natürlich. War doch offensichtlich eigentlich, oder? So. Aber hier um die Ecke schleichen wir uns. Und da sind zwei Gegner in diesem Raum. Echt jetzt? Wie soll ich den angreifen, ohne dass mich die andere Person sieht? Was? Jemand hat mich entdeckt. Oder entdeckt auf jeden Fall. Hallo? Okay. Dann halt nicht. Jetzt gehe ich halt hier hin. Ich weiß auch nicht, was ich gerade tue. Aber das ist immer noch verschlossen. Hä? Warum folgt mir denn niemand? Niemand folgt mir, aber ich habe trotzdem so einen Scheinwerfer auf mir. Okay, hier sind auf jeden Fall drei Gegner in diesem Raum, oder was? Willst du mich verarschen eigentlich? Das ist doch alles bescheuert hier. So, ich verstecke mich hier. Ich warte, bis irgendjemand hinkommt, dann kann ich vielleicht irgendwann mal... ambushen, sehr schön. Der andere Gegner wird mich wahrscheinlich trotzdem gleich entdecken, nachdem ich diesen Kampf beendet habe, aber... soll mir recht sein. Okay, warte mal, war hier nicht noch ein Gegner? Okay, das ist dann schon weg. Dann nehmen wir uns doch direkt die Truhe. Und hauen wieder ab. Irgendein Item zum Einsetzen. Ich könnte es auch mal angucken, ne? Das wäre eine Idee eigentlich. Aber, ja, tun wir das einfach mal. Ich habe gerade die Zeit dazu eigentlich. Es war nämlich kein Heil-Item eigentlich. Wir haben das hier. Ah, das heilt Burn, Schock, ganz viele Sachen. Was habe ich denn jetzt gerade bekommen zum Beispiel? Ich weiß es halt nicht, ne? Was? Healing Curse Insta-Kill to one foe? Was? Ach, Medium Chance, aber nur. Okay, aber trotzdem ziemlich krass.
Aber es ist halt immer so eine Glückssache dann, ne? Irgendwie. Aber ja, okay, meinetwegen. Interessant auf jeden Fall. Da will ich gerade nicht lang gehen, aber da will ich, glaube ich, lang gehen. Aber es sind ziemlich viele Laser. It feels like I might touch them accidentally. Let's be careful as we go through here, okay? Ja, sollten wir echt sein. Holy shit. Man sieht hier halt gar nicht, wo man lang kann, so wirklich. Gut. Töten wir dich doch zuerst. Alle nacheinander abmetzeln hier. Wieder in einen komischen Mini-Boss-Kampf reinlaufen, der mich komplett zerfischt, weil ich unterlevelt bin. Was seid ihr denn, welcher? Holy shit. Die Gegner werden echt immer interessanter. Ihr seid längliche Hundegeister auf jeden Fall. Okay, meinetwegen. Dann, gegen was könnten denn Hundegeister so anfällig sein? Das ist halt immer so eine interessante Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube, ich buffe einfach mal. Du kannst doch Schaden erhöhen, ne? Vielleicht sind die ja gegen Feuer anfällig. Ich bezweifle es irgendwie. Aber was soll man machen, nicht wahr? Irgendwas muss man ja austesten, nicht wahr? Genau. Vielleicht sind sie aber auch gegen Eis anfällig. Nö. Aber er ist eingefroren oder so. Und dann macht jetzt mehr Schaden. Ah, tatsächlich. Ist Technical dann gewesen. So, Feuer, was macht das denn hier? To all foes. Oh, AOE-Angriffe. Das ist fantastisch, aber die sind gegen Feuer nicht. Ach, Gott, scheiße. Okay, okay. Aber trotzdem, gut zu wissen. Das ist echt cool, dass wir jetzt AOE-Angriffe haben. So, dann. Wenn die schon nicht gegen Feuer anfällig sind, wogegen denn dann? Was ist denn so das Gegenteil von Feuer? Ja, Wasser. Wasser gibt es überhaupt nicht, oder? Oder gibt es Wasser nicht? Ich glaube, es gibt gar kein Wasser. Ah, ja, gegen Eis ist halt auch nicht anfällig, deswegen. Egal, werf mal an. So. Oh, scheiße. Ich glaube, Morgana sollte sich gleich mal heilen. Wäre ganz gut, glaube ich. Aber du benutzt mal das hier einfach. Und triffst nicht. Das ist super. Aber du heilst dich trotzdem mal ganz hoch selbst. Ich weiß halt nicht, was deine Schwäche sein könnte. Das ist überhaupt nicht gerade. Ich werde jetzt einfach normal mit physischen Angriffen. Oder ich kann ihn einschläfern. Ich glaube, ich versuche mal einzuschläfern. Ich glaube das. Ja, sehr schön. In dem Fall beenden wir es auch hiermit. Wenn das klappt. Reicht das? Reicht. Sehr schön. Ja, mitnehmen konnten wir ihn leider nicht, weil wir die Schwäche nicht herausgefunden haben. Aber ich brauche halt auch mal mehr abwechslungsreiche Personas bei mir. Ich muss gucken, dass ich da irgendwo mal irgendwas ändere. Weil ich habe jetzt halt irgendwie voll viele, die nur Eisschaden machen. Und das war es dann auch schon da irgendwie. Deswegen ist das irgendwie ein bisschen blöd. Oh, das ist ein Gegner. Wo sind Laser? Da sind Laser. Okay, ich habe mir den Schneemann geschnappt. Also habe ich noch nicht, aber werde ich jetzt versuchen jedenfalls. Let me your power. Huh? So let's talk, ho. If we're on the same wavelength, I'll think about it, ho. You know, I haven't seen you around here before. You're new? Did you just get he hired, huh? I'm a transfer student. Ja, keine Ahnung. Wie will er wohl mit mir reden? Ich bin mir jetzt sehr unsicher, aber... Nehmen wir doch einmal das hier. Ja. Going to a new school, huh? You'll be popular as a new guy, but don't get too cocky, ho. Ah, I've been holding back on you, but I've got a catchphrase that I'm famous for. Hee ho. Hee ho, that's correct. You're a true fan, ho. I feel like we are similar, ho, hey? I remember now. Ja, du bist kein Schatten von diesem Palast. Du bist Jack Frost. Okay. Dann, ein neuer Persona. Welches Level war der? Ich weiß nicht. Du bist Level 11, ne? Ja. Okay, dann ersetze ich dich. Obwohl, du machst auch wieder Eisschaden, ne? Alle machen nur Eisschaden. So, Persona-Stats. Du machst Eisschaden und irgendwas anderes. Was machst du denn überhaupt? Was kann ich mit dir tun? Du kannst Eis... Ice Break und bei Sudi. Was macht das? Okay, das ist eigentlich echt nicht so geil. Das ist halt alles echt nicht so geil gerade. Obwohl Eisresistenz steigern wäre ja schon vielleicht interessant. Was ist das hier? Ne, der ist ziemlich cool, glaube ich. Den mag ich eigentlich. Auch wenn ich ihn eh nicht nutze, aber mir egal. Die mag ich, weil sie eine Frau ist. Das war eine gute Begründung, ich weiß. Den brauche ich noch, weil ich ihn... Warte mal, habe ich hier irgendwelche doppelt vielleicht? Das habe ich doppelt, das heißt, ich könnte den vielleicht austauschen. Ja, dich brauche ich nicht, du bist doof. Ersetzen wir dich doch mal. Ich glaube, es ist nämlich ganz sinnvoll, wenn man die nicht doppelt hat. Habe ich so das Gefühl, weil die sind ja dafür, auch dafür da, dass man irgendwie mehr Chancen beim Aufstieg und so hat und so. Und also, dass es mehr aufsteigt, halt hier die Confidence und so. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Vielleicht auch nicht.
Ich weiß selbst nicht so ganz, was ich meine. Also, ist es nicht schlimm, falls ihr das nicht versteht. So, bitte dreh dich wieder um. Dann sprich dich doch auch gleich mit denen an. Sehr schön. Okay, und ich glaube, das war's auch schon wieder fast mit dem Raum hier. Wenn ich jetzt noch herausfinde, wo ich lang muss. Ich glaube, ich kann... Na, nur da drunter her? Okay. Ich glaube, das sollte so passen. Und jetzt hier lang und dann da drüber, ne? Ja. Ich glaube, hier hinten war... Warte mal, ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Ich glaube, ich will da hinten hin, oder? Ja, ich glaube, da hinten war noch eine Truhe. Okay, dann nehmen wir den Gegner ja natürlich auch noch mit. So, in dein Gesicht. Oder auch nicht. Du hast mich gerade ernsthaft nicht gesehen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass du mich nicht gesehen hast, Mann? Und ich habe den Hund geschnappt. Der war gegen Wind anfällig tatsächlich. Also, reden wir doch mal mit dir. Gib mir deine Kraft. Okay. Me understand now. Not time to bring this up, but me really hungry. Me really want to eat something. Okay. Want something delivered? Humans can get their feet delivered? Me jealous of convenient service. Young human, me see you make effort to talk to me. There's something you want to say to me, right? Bin mir nicht so sicher, was will ich denn wohl sagen? Scheiße, ich will jetzt keinen Fehler machen, aber ich werde eh einen Fehler machen. Wie wär's mit... Ich weiß es nicht. Entweder das oder das würde ich auswählen, aber wahrscheinlich ist es dann das. Also, nehmen wir einfach das hier. Fuck! You no need to worry, me know what I am. I'm pretty sure you understand the value of this. Let me go ahead and give it to you. Fick dich, ins Knie. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich. Aber es war klar, dass es falsch ist, irgendwie. Aber wir nennen diese Antwort alle aus, wenn ich und irgendwann werde ich jeden Gegner haben. Das war am Anfang wirklich einfacher, okay, mit denen zu reden. Aber mittlerweile sind die alle so gemein und komisch drauf. Doof, einfach nur doof. So. Gib mal her, was ist hier drin? Hieran, ja. Meinetwegen. Nehmen wir das halt mit, was auch immer das ist. Und wo will ich jetzt hin eigentlich? Gute Frage. Da ganz oben in die Ecke, nicht wahr? Und was ist denn da? Ach, da geht's auch noch irgendwo hin, oder? Hä? Nee, das kann ich noch gar nicht öffnen, oder? Ich bin überfordert. Ich glaube aber, ich will da trotzdem lang. Ich glaube, ich will hier wieder drunter her. Und jetzt hier lang laufen. Darüber springen. Hier komme ich nicht lang, oder? Hey. Oh, sehr. Beyond the shutters. Is that a security room? Just like before, we should be able to turn off any systems that are giving us trouble here, there. So it's probably gonna be tough getting in at all. Ja, scheint so, aber wie soll ich da auch reinkommen? Warte mal. Third Eye. Sehe ich irgendwas Spannendes? Irgendwie nicht wirklich. So gar nicht. Hä, da oben kann ich lang gehen? Ja, stimmt. Aber wie komme ich da hoch, ist halt die Frage, ne? Hier geht's halt nirgendwo lang. Oder was, kann ich irgendwas betätigen? Giant Painting. Aha. What a giant painting. Indeed, it bears such a bizarre texture as well. It's as though I could simply slip inside. Warte mal, ist jetzt hier so Mario 64-Style oder was? What the? What happened? My hand, it actually entered the painting. So we can go inside of it? Well, I don't see any other path for us to take. Let's give it a try. Das ist verdammt cool jetzt. So, gehen wir mal ins Gemälde rein. How dare you trample on my tranquil bamboo garden with those grimy feet? You shall not live alive. What the heck was that? We are probably just hearing Madarame's thoughts. There's no need to panic. Madarame. Okay, das ist echt verdammt cool jetzt. Und hier kann ich weitergehen ins nächste Gemälde. Oh, we are in another painting. So the space is not merely one, but a multitude of paintings. You're telling me they are all connected? Which one goes where? That we will have to continue walking to find out. Hey Joker, can't you spot the connections with your skills? Mit meinem dritten Auge oder was? Ja, das dachte ich mir fast. So, gehen wir da mal weiter. Da lang. Und jetzt sind wir da draußen. Oh, das ist echt cool gerade. So, how he dares call us thieves who dirty his heart. The one who has sullied the very nature of art itself has no right to accuse us of such a thing. Save your emotions for later, we have to keep moving. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Wir wollen hier noch die Security-Sachen ausschalten. Und ich denke mal, hier können wir jetzt durch. Nicht wahr? Sehr wohl. Ich hoffe, da kommen noch mehr von den Gemälden, weil das finde ich echt eine coole Idee tatsächlich. Hey. Auch wenn es jetzt gameplay-technisch nichts Besonderes war bisher. Und glaube, das wird sich auch nicht unbedingt ändern, aber ich finde es trotzdem cool.
Einfach aus Prinzip. So, hier gehen wir runter und können wieder raus. Da sehe ich auch eine Truhe. Aber ich glaube, die war verschlossen, oder? Ah, nö, tatsächlich nicht. Was gibt's hier? Ah, noch ein Accessoire. Was macht denn das? Scheint schon mal kein Elementargedöns zu sein, was irgendwie unnötig ist meistens. Meistens, nicht immer. So. Zodiac Charm. Erhöht, glaube ich, Glück. Ich glaube, Lou ist wohl Glück, ne? Würde jedenfalls Sinn ergeben. Okay. Da kann ich das öffnen? Fragezeichen? Glaube nämlich schon. Ja, die Tür müsste jetzt geöffnet sein. Sehr schön. Aber ich möchte natürlich erstmal hier lang. Oh, das könnte wieder ein Miniboss oder so sein. Hey, there's a stronger looking one over there. We've seen that kind before. His stance conveys the notion that he is no ordinary foe. I think the control room's behind him. He's probably guarding it to make sure nobody gets too close. However, we'll need to disarm the security if we want to ensure we have a safe infiltration route. Ja, sollten wir tun. Wir töten ihn. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich kann ich mich hier eh nicht verstecken. Nö, kann ich nicht. Also einfach rein in den Kampf, bitte. Ich bin sowas von bereit. Ich bin nicht bereit, oder? Verdammt. Huh? Who are you? How did you get in here? Step aside. You expect me to move just because you tell me to? I'm afraid you're sorely mistaken. Ich hätte mich echt heilen sollen, glaube ich. Scheiße. Holy fuck. Der sieht interessant aus. Der sieht echt sehr interessant aus. Okay. Ja, ich hätte, glaube ich, Morgana zumindest heilen sollen und... Oh Gott, ja, ich hätte echt heilen sollen, irgendwas. So, wogegen ist der wohl anfällig? Der könnte gegen Feuer anfällig sein. Der sieht so papierig aus. Ja, aber eine Begründung sind super, ich weiß, danke. So, wir erhöhen jetzt einfach die Ausweichrate von irgendjemandem, oder? Oder nicht? Nö. Wir hauen einfach drauf. Komm. Na, wurde abgeblockt. Sehr schön. Mhm. Interessant. Du machst mal hier Media. Auf alle. Weil das ist halt immer auf alle. AOE-Heilung ist super. Auch wenn es halt nicht so stark ist wie normale Heilung, aber trotzdem. So. Also, probieren wir es doch mal aus. Bitte? Okay, ja, da ging es ja nicht anfällig. Sehr schön. Dann, wie wär's denn hiermit mal? Schlafen hat niemandem geschadet, aber hat nicht getroffen. Das hat mir schon mal geschadet, auf jeden Fall. Es ging alles anfällig, nö. Gut, wie viele Möglichkeiten haben wir denn noch? Einige auf jeden Fall. Ah, du bist wieder wütend. Sehr schön. So, jetzt Wind ausprobieren. Auch nicht. Okay, das ist jetzt irgendwie blöd langsam gelaufen, nicht wahr? Ich probiere nochmal hier einzuschläfern, aber irgendwie wird das wahrscheinlich nicht klappen. Ich glaube, im Mini-Boss kann man meistens nicht einschläfern, weil es halt so einfach wäre oder so, was weiß ich denn. So, ich habe hier echt nichts Spannendes, was ich benutzen könnte noch. Das heißt, wir werden jetzt einfach weitermachen mit Standard-Taktiken. Ich nehme wieder den hier und werde erstmal seinen Schaden buffen, weil der ist jetzt eh aggressiv. Nicht wahr? Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. So, läuft jetzt an. Er ist geblockt. Warte mal, sag mir nicht, der ist gegen... Scheiße. Warte mal, Analysis. Scheiße, er nimmt keinen physischen Schaden, allgemein nicht. Das heißt, Rage ist halt echt ziemlich beschissen, weil die setzen dann ja immer nur normale physische Angriffe ein. Ah, damn it. Ja, gegen Schüsse wird er wohl nicht anfällig sein, wenn dann noch gegen Blitz, ne? Das ist halt irgendwie jetzt irgendwie doof gelaufen. Probieren wir es trotzdem aus, nur so unsicher zu gehen. Natürlich nicht. Dachte ich mir fast. Egal, das ist ein Mini-Boss, das heißt, wir können gleich nochmal neu laden eigentlich. So. Probieren wir es aus mit. Ja, ich muss halt Feuer einsetzen. Ich kann mal probieren, ob ich ihn verbrennen kann hier. Dann nimmt er halt noch ein bisschen Schaden über Zeit, aber das bringt gerade alles nicht so viel. Ja, ich kann halt meine eigene Angriff oder eure Angriffe auch stärken. Ja, ich stärke mal deinen Angriff hier. Los. Mach, was du so tun musst. Und mach Schaden am besten hauptsächlich. Morgana, du kannst ruhig verrecken, weil wir werden den Kampf, glaube ich, eh nicht gewinnen. Ganz ehrlich gesagt. Ist jetzt keine Beleidigung gegenüber unserem Kampfstil und so, aber wir sind echt scheiße. Also ich eigentlich, weil ich wähle ja alles aus, aber... Ja, genau. Ich bin an allem schuld, ich weiß. Nimm mal... Na, obwohl es uns gerade nicht, ich habe so viele Leben dafür. Was hast du noch für Möglichkeiten gerade? Wer hat das höchste Level? Wir sind alle kacke irgendwie. Aber du bist Level 11 immerhin. Nehmen wir das so einfach. Und gucken, ob es hier Schaden macht. Ah, das macht alles so mittelmäßig viel Schaden. Ah, du steigerst deinen Angriff. Gut. Du warst halt eh noch nicht OP genug, nicht wahr? So gar nicht. So ein Dreck. Ja, komm, mach weiter darauf damit. Ich habe gerade keine Idee, was ich noch machen könnte. Ich habe halt echt keinen Skill gegen den, der irgendwie anfällig ist. Also machen wir einfach den üblichen Scheiß halt, ne? Irgendjemand wird auf jeden Fall gleich sterben, habe ich das Gefühl. Was soll ich noch tun? Komm schon. Gib mir irgendeine schlaue Idee, die ich einsetzen könnte.
Gar keine eigentlich, nicht wahr? Oh Mann. Komm, Mario, weiter mit deiner Standardtaktik. Vielleicht gewinnen wir noch, aber dann ist es halt eher so ein ziemlich knapper Kampf. Okay. Oh, ausgewichen. Das war Glück. Dann haben wir jetzt tatsächlich noch eine Chance. So, mehr Feuer, einfach nur Feuer und alles. Und alles, was nicht physisch ist halt. Er könnte jetzt tot sein. Tatsächlich. Das war nicht verdient. Das war kein verdienter Sieg, auf jeden Fall nicht. Das war reines Glück, dass das noch geklappt hat. Media, was ist das denn? Aber interessant auf jeden Fall. Level up, für mich immerhin. Yusuke war ja leider tot, das ist ja auch kein Erfahrungspunkt wahrscheinlich bekommen. Ja, das ist natürlich irgendwie blöd gelaufen, aber... Okay, es hat noch geklappt. Media, was macht das? Phew, that guy was tough. I guess that's just par for the course in a palace. It really was on a totally different level from the other enemies, so... he dropped some sort of card. Skill cards. A skill card is a special type of item used to teach one of your personas a particular skill. Oh, this is cool. Okay. What's this for? I've never seen anything like it. Ain't it just some kind of loot? Come on, let's get back to exploring. Ihr seid gemein. Gucken wir uns nochmal die Karte an. Ist das ein Item hier oder wo ist das? Wo finde ich das? Ich hätte es vielleicht durchlesen sollen, oder? Scheiße. Scheiße, ich hätte es mir echt durchlesen sollen, glaube ich. Stats? Range? Ich habe keine Ahnung, ich hätte es mir echt durchlesen sollen. Ich glaube, ich gucke es nur noch offscreen an und sage es euch beim nächsten Mal. Ich möchte da jetzt nicht so viel Zeit mit verschwenden, eigentlich. Skill? Vielleicht hier? Nee, hier kann ich ja nur die Skills benutzen, die ich so habe. Sollte ich auch mal tun, tatsächlich. So, einmal. Und das auch. Und das, ach, die war schon fast voll. Na, egal. Totale SP-Verschwendung hier. Aber was soll's. Wir müssen eh bald, glaube ich, umkehren. So langsam. Aber hier erstmal jetzt die Security ausschalten. Okay, dann halt nicht. Du bist auch geschlossen. Ja, wir brauchen mehr Lockpicks. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist hier noch irgendwas? Ja. Nimm das hier mal mit. Immerhin irgendwas. Und hier reingehen. You finally made it here. Sweet. Let's turn that shit off already. Machen wir. Oh, ein Passwort. Kannst du nicht einfach wieder Hello ausprobieren? Oder muss ich jetzt wieder die Tür verlassen und... Oh Gott. Okay, wir suchen noch irgendjemanden auf die Schelle. Hallo, ist hier jemand vielleicht so hinter dieser Tür? So direkt, bitte. Ja, hier wahrscheinlich, nicht wahr? Weil hier sind Intruders already get past the Central Garden Security. Ich denke mal, die werden jetzt wieder nur über Passwörter reden. What too? Better not be simple. Well, I was having some trouble coming up with a good one. For now, I set it to the numbers for Lord Madarame's feet. Lord Madarame's feet? What are you talking about? Let's get back on duty. There's a chance intruders are nearby. Scheiße, es hat nicht gereicht. Madarame's feet? The hell is that supposed to mean? Maybe his shoe size? Yo, Yusuke, you know the bastard's shoe size? Unfortunately, I've never heard him mention it. Are we sure that is a proper password? Madarame's feet? What do you think that could mean? Ich hätte auch an die Schuhgröße gedacht, aber hey. Vielleicht halt auch nicht. Scheiße. Jetzt bin ich überfordert von dieser Situation. Tatsächlich. Beim letzten Mal habe ich noch beschwert, dass es zu unnötig ist und eigentlich kein richtiges Rätsel ist. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Okay, ich glaube, wir müssen uns weiter umgucken, oder? Ich würde sagen, ich würde eigentlich gerne erstmal irgendwo speichern. Aber wir haben immer noch keinen Safe Room gefunden, oder? Warte mal. Karte? Wir haben keinen einzigen Safe Room erreicht, oder? Holy shit. Dieser Raum hier zieht sich ganz schön in die Länge. Ich würde sagen, ich beende trotzdem erstmal diesen Part an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal suchen wir dann nach seinen Füßen oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, der Part hat euch halbwegs gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao.